Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Was erwartest du heute von Mario Götze, Buschi? Ja, natürlich soll er vorne für Wirbel sorgen. Er hat ja eine exzellente Technik, stark im 1 gegen 1. Wird eine der Hauptaufgaben für sie sein, ihn zu stoppen. RB Leipzig, da sind sich viele in Fußball-Deutschland relativ einig. Den Verein mag man nicht, aber ich finde, man muss ihm eine Chance geben. Und es ist ja im Übrigen, Wolf, nicht so, dass da nur mit dem ganz großen Geld rumgeworfen wird. Man hat auch ein tolles Gespür für junge Spieler, für Nachwuchsleute. Ich finde das schon irgendwo spannend, was sich da entwickelt. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Willi Orban spielt mit Marcel Halstenberg in der Verteidigung. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Die Leipziger am Anstoß. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Werner, klasse Chance. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. So. Gibt Freistoß, wäre aber auch nicht, denke ich, so früh muss sie hier keine Karte zeigen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Zweikampf jetzt. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Vorstoß jetzt. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. So, das ist abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und da ist der Ball wieder weg. Ein Pass mit viel Auge. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Toller Pass. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Luca Pellegrini. Götze. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Wiederholung zeigt uns zunächst eine gute Parade, richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und er pfeift dann doch noch ab. Genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Ganz alleine. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Timo Werner. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen in dieser Szene. Da ist Timo Werner. Halten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Halstenberg, weg ist der Ball. Das macht er sehr gut. Timo Werner. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Da passt er auf. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Der Ausgleich. Jetzt wird es spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Werner. Schöne Aktion. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Alles drin. Jetzt können Sie den Angriff starten. Götze am Ball. Was den Ballbesitz angeht, macht Eintracht Frankfurt hier ein gutes Spiel. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiter hinten. Das könnte es sein. Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er eiskalt. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus.
bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Gibril Sow, der ist noch heiß. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Was für eine Technik, mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch vorne. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ja, der Keeper hat ihn. Hier ist was los. 3-2 der Pausenstand. Und da dürften alle im Stadion schon mal richtig zufrieden sein. Naja, vielleicht außer den Trainern. Das Die Eintracht hat Anstoß, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Leipzig über außen. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Da kann er erstmal klären. Das ist die Chance. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Eine kurze Ecke. Zieht einfach mal ab. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann bringt er diesen Strafenschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ungeschützt ist. Christopher Nkunku. Werner, klasse Chance. Weiter gefährlich. Kevin Campbell. Dani Olmo ist das. Gute Chance für Dani Olmo. Was für eine Rettungstat, gehalten. Er wechselt zwei frische Leute ins Spiel ein. Kurze Variante bei dieser Ecke. Dani Olmo. Da ist die Chance für Dani Olmo. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn, wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Kurze Ecke jetzt. Schuss! Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke wird kurz ausgeführt. Schöne Bewegung.
Christopher Nkunku. Heute hat er einen Lauf. Zweimal war er schon erfolgreich, aber den hier setzt er daneben. Ja, er hat noch ein bisschen Zeit und er ist ja richtig heiß auf Tore. Also da kann noch was kommen. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Und jetzt haben sie den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Und die Situation geklärt. Er schießt. Gut, wie er den Ball abblockt. Kampe. Da kommt der Schuss. Sie können kontern. So, jetzt die Frankfurter. Der Konter läuft. Die Chance. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Kurze Ecke. Werner. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Da wurde aus dem Vorteil keiner und dann gibt es doch noch Freistoß. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Da passt er auf und hat den Ball. Toller Pass. Dani Olmo. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Ball wird abgeschirmt. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch. Stark gemacht, das könnte was werden. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Chance lebt noch. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Rode. Lucas Alario. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Da haben sie jetzt den Ball. Rode. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Ball abgefangen nach diesem Steilpass. Er zieht vorbei. Sie bringen den Ball in die Mitte. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Jetzt wechseln sie hier aus.
Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. So, was machen Sie draus? Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Dani Olmo. Jetzt hat er den Ball wieder. Dani Olmo. Flanke kommt. RB Leipzig macht das Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein und dann trifft Timo Werner. Kurze Distanz, die Dinger. Makoto Asebe. Super vom Torwart. Den Ball musst du erst mal halten. Mario Götze. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ganz alleine. Immer noch gefährlich. Was für ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Seitfallzieher. Super Treffer. Was für eine Technik. Was der alles drauf hat am Ball. Wir haben es wieder gesehen. Ein herrliches Tor. Das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Das war heute eine überragende Vorstellung von Ihnen.